Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Scrapple Canuck! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Alexander und wir haben heute eine Aufnahme mit G.A. Kissing alias Luca, dann Sips und hallo. Silhacho. Hallo. 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 So, genau. G.A. Kissing hat hier was gebaut. Wir sind auf seiner Map und ich bin mal gespannt, was er mir da jetzt zeigen möchte. Ich möchte hier eine Villa bauen. Halt, das hier ist Xialins Garage und das hier ist Xaurox. Die beiden sind einer meiner ersten Fahrzeuge. Okay, da bin ich ja mal gespannt. Ich schaue mir jetzt erstmal von Xialins Fahrzeug an. Okay. Also ich finde das Garagentor ja schon mal richtig cool. Danke. Wie geht das auf? Da ist ein Schalter. Mit Pisten. Ich kapier die Pisten aber nicht. Ah, da an der Seite. Ja, aber ich kapier die Dinger nicht. Wieso denn nicht? Bei mir hat's nicht geklappt, bei mir ist die Welt abgeschlossen. Oh, das ist aber doch schade. Damals wollte ich unbedingt was mit Raketen bauen. Ah. Ich komm mit. Uiuiui, ist aber unstabil. Oh. Oh, es fährt seitlich. Ja, weil ja die Achse nicht mitgebunden hat. Ja, ja, genau. Ich weiß nicht, wieso das seitlich fährt. Du musst hinten die Lenkung anders darum machen. So, jetzt kann er in der Kurve gut fahren. Ah. Oh, jetzt ist aber gut. Oh ja, zack. Wenn du den Knopf drückst, dann ist das die Rückwärts- und Bremsung. Ah, okay. Miep, miep, Achtung! Nein! Ich hab selbst überfahren. Ich hab meinen Kopf gestoßen. Oh, mir fällt gerade auf. Ja. Die Lenkung ist spiegelverkehrt. Oh, das ist nicht gut. Nein. Ups. Hüp. 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 So. Jetzt, ja. Miep, miep! Miep, miep! Ich verkuckel Sipst. Jetzt still Hachu. Miep, miep! Aua. Aua. Ich bin ein Drache. Wollte die Truster hier nicht einfach so hängen haben? Ich hab hier einfach noch ein... Ich fahr mit. Ja, wir noch mitfahren. Ich. Sache. Warte, Sips. Da. Handbrumm. Einsteigen. Oh, ich bin ja mit. Ja, ich muss dir noch einen Sitzkram bauen. Nein. Vielleicht auf Sache sein Gesicht. Ganz schön. Aber der fällt doch runter. Sips, zeig mal, wie du einparken kannst. Okay, ich park rückwärts. Jetzt will das auch. Ich kann es nicht, aber ich versuch's. Und er fährt da. Ja, nicht schlecht. Ja, hat er... Oh, da sieht man schon das Auto. Warte. Darok-Seite gehen? Ja. Möchte ich noch was zeigen. Okay. Das ist nämlich auch extra für die Widder. Aha. Aquarium. Ein Aquarium. Ich hatte ja auch mal ein riesen Aquarium gebaut. Ui. Hier ist halt die Pumpe. Ups. War halt, dass ich das in der Villa, die Aquarium ist nämlich auch bei dir in der Garage. Ja. Jetzt hab ich schon viel Aufwand. Hab ich das bisschen modifiziert. Aha. Warte. Und gleich bei dir? So. Wo ist sie denn jetzt? Hier bei. Ah, da bist du. Hier ist Xarok. Wieso sind da zwei Schalter? Einmal für das Licht da oben. Ah. Hab ich bei Xialin noch nicht gemacht. Ah, okay. Das ist mein allererstes Auto. Und da ist jetzt das Aquarium, okay. Und das ist dann allererstes. Die ganze Zeit
Ich bin die ganze Zeit umgefallen, darum habe ich hier einfach mal so ein Sensor gemacht und dann dahinter die Wasser, damit man nicht mehr umfällt, aber hat nicht geklappt. Ja, vielleicht müsstest du die die Sensoren unten hin machen. Dein Drehstuhl, weiß ich nicht. Meinst du das mit den so? Ja, und dann so einstellen, dass die nicht den Boden scannen, erst wenn er halt so kippt. Ja. Schauen wir mal. Nee, du bist doch eingefärbt. Aber wenn man komplett gedreht hat, dann ist man ein Schiff. Dann ist man ein Schiff? Ja. Probieren wir das mal aus. Schaukelt man so hin. Schauen wir mal. Ich hab mir hier ein Badewannenmobil. Auch nicht schlecht. Jetzt hat man auch ein Schiff. Ich glaube, ich werde seekrank. Ich muss kotzen. Sips, Sips, Sips. Du bist recht seekrank, weil du gerade in der Badewanne sitzt. Ja. Da habe ich ein Badewannenmobil gebaut. Ich glaube, es wird immer schneller. Es wackelt immer mehr. Es war jetzt niedriger. Ach, jetzt nicht mehr. Ui, wer fährt denn da? Ach. Ich sag mal. Darauf willst du mal mein Badewannenmobil, okay, was ich für euch beide gebaut habe. Tschüss. Voll. Moment, ja, gleich. Wir müssen die Federn weicher machen, dann schaukelt's noch mehr. Beste Hupe. Aber was stellst du die Federn? Ja, auf zwei. Ich möchte lieber wieder fahren. Das Schaukelmobil. Einschlafen garantiert. Tarok seine Wippe auf dem Flugplatz. Ist einfach kein Name eingefallen. Tarok könnte auch eine Wippe sein, auf Weitzeiten. Tarok, mir ist damals kein Name eingefallen. Darum habe ich einfach, weil das aussah wie ein Flugzeug, habe ich das einfach The Flykeeper genannt. Flykeeper. Boah, jetzt leckt er doch jetzt. Als nicht mehr. Nur halt die Villa ist noch nicht ganz fertig. Ich will mit dem Klo-Mobil, mit dem Badewanne und Klo-Mobil. Badewanne ist für Xialin und das Klo ist für Xarok. Sehr gut. Gute Idee. Das Auto macht, ich weiß nicht, was es macht. Ich war mit Zarok. Autsch. Thanks, Yali. Zarok, guck mal. Ich hab das extra so gemacht, dass Xialin dich anguckt und du. Oh, nice. Das ist ja cool. Bei meinem Badewannenauto. Ja, Wheelie O. Wir sind ein bisschen überschlagen. Oh. Zarok, du fährst gerade gegen deinen Kopf. Oh, mein Kopf! Ja, Zarok, weißt du, was mein Favorit von deinen Autos ist? Nein, weiß ich noch nicht. Da ist ein Schalter? Ich glaube, das ist der. Nee, doch nicht. Hier, der hier. Der Low Rider für Zarok LP. Ach nee, den hast du ja gar nicht gebaut. Den habe ich nicht gebaut. Nein. Aber ich bin momentan an einem Low Rider am Bauen. Darauf. Ey, Sips, was dein Kopf kann. Ich schaue. Darauf oh Gott. Xarok muss essen. Xarok muss essen. Aber im TS steht, Xarok ist satt. Kann ich auch rein? Warte, ich versuche mal reinzukrabbeln. Von deinen gebauten Autos ist der Jumper der beste. Der Jumper, achso, der von kurzem, ja. So, ich bin drin. Klappe zu.
So. Ja. Nam, 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 nam. Nam, nam, nam. Xaug ist Xaug. Was machen wir in deinem Mund? Karies überprüfen. Oh, Xaug, der hier. Ich komm nicht mehr raus. Zähne, ne? Oh. Ja, ich hab wenig Zähne, das stimmt. Kannst du einen Sitz setzen? Ich glaub schon, ja. Du darfst auch nur steuern. Oben ist so ein Eingang. Darauf musst du hin, da. Aua. Da. Hier oben. Das ist ja echt lustig. Oh, sogar das Innenleben ist rosa. Ja, das ist dein Gehirn. Sehr gut. Ja? Ich wusste gar nicht, dass ich eins hab. Darauf, wie funktioniert das, dass der Jumper... Bitte, es will nicht auf, ich sitze nur auf deiner Nase. Ich bin. Darok? Ja. Funktioniert das, dass der Jumper nur am Boden fliegen kann und nicht an der Luft? Eigentlich müssten sich deine Augen. Mit einem Sensor. Das war W, Darok. Was, wie? Ja. Oder A, D. Irgendwie kann man auch deine Augen bewegen lassen. Ich weiß nicht wie. Aber ich Mit. Ja, deine Augen bewegen sich auch. Ist ja geil. Ich weiß zwar nicht, wie du das jetzt aktiviert hast, aber die bewegen sich. Mit A und D. Ja. Darok, wie sieht eigentlich dein Geländewagen, den du mit Pistons bauen wolltest, aus? Hast du noch nicht gesehen? Nein, habe ich noch nicht. Den kannst du gerne abspeichern, Darok. Ja, das ist ja mega geil. Das mache ich. Wer hat hier... Einer hat den Block abgebaut, an der Seite. Wer hat hier mein Auto weggebaut? Darok. Ich muss Xara, guck mal, was jetzt los ist. Oh, ist dauerhaft, gell? Jetzt. Okay, Moment. Ich glaube, das liegt an den Stoßdämpfern. Die sind doch zu schwach so. Ich finde das kacke, jetzt ist meine ganze Welt mit diesen Stoßdämpfern kaputt, weil die das Update rausgebracht haben. Oh. Ah ja, das kenne ich, ja. Oh, Tara, du hast überfahren. Jetzt habe ich wieder das Schiff. Sehr gut. So, ich habe das Gesicht gesaved. Okay. Gut. Cooles Gesicht. Danke. Ja, das ist echt lustig. Wer möchte mein Auto parken? Das war schwer, ich habe mir extra einen Freund dran geholt, aber... Ich will... Okay. Ich habe, glaube ich, noch was für dich, also ich habe noch... Oh, da bin ich mal gespannt. Und was ich vor ein paar Tagen angebaut habe... Ich weiß gar nicht, habe ich das... Ich habe ein Lowrider gebaut. War hier ein Toyota, warte... Ich habe letztens vor ungefähr einer Woche ein Toyota. Bitte einsteigen. Eingeparkt. Was ich will auch. Ich habe vor ein paar Tagen ein Toyota Land Cruiser gebaut. Ah, cool. Hallo, weiter. War auch nicht schlecht. Ui, schick. Darauf komm ich schon hin. Ich stehe neben dir. Ach so, Rechtslenker. Der Toyota sieht aber auch richtig geil aus. Mach mal die beiden Türen auf dazu. Ui. Erstmal alle Türen auf. Kann ich mal kurz den Lowrider fahren? Ich kann fliegen. Schalalalala. Aber bitte mich weg, Zarok. Nee, Zarok soll dann auch gleich mitkommen. Und Xarok, wie findest du meinen Land Cruiser? Ja, der ist richtig cool. So, da. Danke. Ich hab ihn einmal mit Warte, Gepäck Zarok, oben hier. Gebaut. Bitte schön, Zarok. Nice. Ich bin auch momentan an einem Lowrider am Bauen. Zarok, bitte komm. Zarok, willst du bei mir fahren? Ja, ich will mal fahren. Okay, dann steig hier bei dem anderen ein. Warte, ich will auch mitfahren. Lol. Was ist das für ein Auto? Hallo weiter. Extra für dir liegen Alk. Und für Zarok. Sau cool. Ich wollte, da wo das weiß ist, wollte ich blau machen für Zarok und Zierling. Ja, sau cool. Die Pisten hat mein Freund geholfen, Rest hab ich gemacht. Jetzt ist es ein Geländewagen. Meiner wird leider etwas größer. Ich habe hier schon das Lowrider. Kannst du gleich mal deinen Geländewagen platzieren? Ja, kann ich machen.
Ah, stimmt, ja. Ich hab auch einen Trackstar. Das ist das Fahrwerk. Aua. Und hier Lange sind... rotiert ja die ganze Zeit. Ja, das soll den die Motor den Motor simulieren. Warte mal, ich setz mal einen Stuhl drauf. Ah! Was passiert da? Warum dreht sich das? Löschen. Ui! Ich bin gerade einfach hochgefahren. Oh, jetzt weiß ich auch mit welchem Knopf. Ah! Ich hab schon was für Zauber. Also Mods für Entropie. Der ist irgendwie voll cool jetzt schon. Hey, was passiert da? Achso, mit dem Fahrrad ist verbunden. Ah. Hilfe! Moment! Stopp, keine Bewegung! So krieg ich doch den Punkt nicht! Stopp! Nein, ich find's nicht. Warte. So, jetzt. Das habe ich gestern erst gebaut. Mein selbstgebauter LKW. Das sieht aus wie so ein Auto mit nur einem Bein. Ja. Möp, möp. Ach scheiße, die eine Seite ist ja gar nicht verbunden. Oh nein, der LKW ist umgekippt. Das Auto kann nicht fahren? Sag, ob der LKW ist umgekippt. Doch, das Auto kann fahren. Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Mhm. Ich habe irgendwie Mist gebaut. Ist das schwer so, das zu machen, dass der... das... Oh. Nee, das geht schnell. Ich bin LKW. Ey! Du wurdest geliftet! So, Leute. Ab sofort wurden sie geliftet. Klingt nach einer üblen Drohung. Habe ich die jetzt ernsthaft entfernt? Die Verbindung, das ist ja komisch. Was habe ich entfernt? Nein, ich habe da wohl irgendwo was mal irgendwann entfernt. Ich weiß auch nicht. Frag mich, wieso du so gut Autos bauen kannst. Das frage ich mich auch. Also, ich kann nicht ansatzweise Autos bauen. Ich konnte noch nie so gut bauen. Ich habe einfach mal den LKW gebaut. Ich finde, der ist meine gut. Autos sehen ungefähr so aus. Nee, der Toyota ist doch nicht schlecht. Naja, die sind voll geil. Sieht doch gut aus, was hast du denn? Oh, Saruk sein Auto stärker. Er meint es momentan auf einem Lift. Sieht voll cool aus. Was soll das überhaupt sein? Das ist das Fahrwerk für einen Lowrider. Ah, da sieht man auch den Motorkasten. Darok, ich habe eine Frage. Kennst du dieses hier noch? Ja, das kenne ich noch. Das Xia-Lieb-Mobil. Ja. Ich erinnere mich. Oh, irgendwas passiert hier ganz komisch. Oder warte. Kennst du noch Pascal LP? Ja. Das ist mein Freund. Guck mal, was der gebaut hat. Oh oh. Das hat nicht er gebaut, das hat ein YouTuber gebaut. Was? Tupac hat das gebaut? Ein YouTuber, ja. Ach, ja, YouTuber, ich hab Tupac verstanden. Ja, das hat aber der Pascal nur abgespeichert. Das heißt, das ist eigentlich nur geklaut. Das sieht ja lustig aus. Ja, das ist aber. Das sieht bei manchen, die vielleicht Internet haben, richtig viel FPS ab, deswegen. Ja. Oder was ich auch noch für dich gebaut hatte, hier... Planwagen für deinen Alltruck-Door, aber der Planwagen funktioniert nicht. Wer kippt mich die ganze Zeit um? Jetzt lege ich wieder auf der Seite.
damals solltest du mir bei dieser Tür helfen. Ach so. Ich glaube, ich erinnere mich. Darauf möchten Sie mit meinem LKW fahren? Ich möchte. Irgendwie funktioniert's nicht. Irgendwas habe ich hier kacke gemacht. Kann das jetzt fahren? Es hätte fahren können, aber irgendwas habe ich falsch gemacht. Ich weiß auch nicht. Okay. Nein. Ah. Okay, Timo kann ich nicht mehr fahren. Blechschaden. Und fehlt aber noch die Farbe. Ui. Hier habe ich auch mal einen Bus gebaut. Wann das war, weiß ich nicht. Sips, kannst du da bitte mal weggehen? Das ist nicht der Fahrbus jetzt. Ein Bus. Ich hab's gemerkt. Wem, wem? Wem? Oh. Achso, der kippt dann dauernd um, weil ich weiß alle nicht, Mann, mit den ja, du musst unten vielleicht so Metallplatten reinmachen oder so. Achso, Metallplatten? Ja, alle warte. Alle Mann, bitte einsteigen! Okay. Jetzt, ja. Schon machst du unten so einen Metallboden, damit der Schwerpunkt unten ist. Moment! Moment! Oh, ja. Dann hast du unten den Schwerpunkt und dann kippt der nicht so schnell. So. Darauf möchtest du Busfahrer sein? Busfahrer? Nee. Okay. Hast du genug von Bus? Nein. Gibt noch mehr. Also er kippt zwar immer noch, aber nicht mehr so schnell. Man müsste vielleicht noch mehr unten hin machen. Ich hab das nicht gewusst mit diesen Booten. Ja, das bei hohen ist wie bei echten Fahrzeugen. Bei hohen Fahrzeugen ist auch der Schwerpunkt ziemlich weit oben. Und da muss man dann schauen, dass... Auch bei meinem Bus? Auch bei deinem Bus, ja, genau. Danke für den Tipp. Aber mein Bus ist noch nie umgefallen. Ja, vielleicht weil er dann breit ist. Das kann natürlich sein. Und wenn man hier noch... Hier noch was dein hin. Bus ist voll schön. Warum kannst du so schön bauen? Ja. Ah. Ups. So. Hast du noch diesen Sack, der nie umfällt? Ja, ich bin draußen. Nein. Aber es gibt nie. Wer fährt mein LKW? Das war ich. Der Bus ist cool. Also der Bus ist schon schick. Ja, besser. Spot löschen. Schafft XD. Sieht nice aus. Danke. Steig mal bitte ein. Ja, würde ich gerne, aber der ist so weit oben. Andere Seite. Hä? Andere Seite. Wieso andere Seite? Weil da die Tür aufgeht. Ja, warum baust du denn englische Fahrzeuge? Das verstehe ich nicht. Wir sind nur in Deutschland, nicht in England. Oder in Kanada. Ich hab auch ein Bus. Ich weiß nicht, ich verpenne das immer. Kennst du die Stadtbusse in München? Oh, da ist noch ein Bus. Ja, das ist ein Stadtbus aus München. Aus Minga. Das hört sich so an wie ein Hafen. Hm. Die Busfahrt ist hier zu Ende. Sehr gut, schick, schick. Der zweite Bus holt ihn ab. Sehr gut. Danke. Da fühle ich mich wohl, das sieht wenigstens nach einem deutschen Fahrzeug aus. Hä, hey, wieso fliegt der? Ach so. Weißt du, was ich noch vorhabe? Nein. Woher denn auch? Für dich so eine kleine Achterbahn zu bauen. Oh je. Viel Spaß. Mit Looping. Viel Spaß. So, viel Spaß. Ja, ist nicht einfach. Doch.
Ich hatte schon mal eine kleine Looping-Achterbahn, aber irgendwann habe ich aus Versehen was abgebaut, was sehr wichtig war, und dann ist er immer wieder umgeflogen. Beim Looping immer wieder runtergeflogen, was falsch war. Hm. Ich habe aus Versehen die Düse kaputt. Der Busfahrer oder Fahrerin? Ja. Kann ich einen Knopf drücken? Schön. Der Bus fährt immer in der Kurve irgendwie, zumindest das eine Rad. Oh, hier ist der PC. Tag. Okay. Tür auf. Tag davon. Ich bitte. Darok? Ja? Oh. Zeigst du diese Aufnahme, bevor die also auf YouTube dargestellt wird, auch Xialin? Normalerweise nicht. Oh. Hm. Also sie wird es dann irgendwann anschauen, aber... Nein, ich meine, damit sie ihre Garage sieht. Ach so, ja, das kann ich ihr zeigen, klar. Oh, was ist jetzt los? Oh, der Bus fällt auseinander. Jetzt passt's wieder. Der Zucker hinten, vorne ist ein Ticketautomat. Ticket, please. Schöner Bus. Dem Bus fehlen Reifen. Der Bus dehnt sich. Weil der Bus fehlt noch mal. Wer die Reifen abmacht. Nehmt ihr gerade die Reifen weg? Warum? Warum seid ihr so fies? Ist auch nur ein Bus. Schon, der kann doch nichts dafür. Tschüss, Bus. Warte. Mach ihm jetzt zwei Düsen dran. Ey! Jetzt Düsen dran, genau, dann ist es ein Hoverbus. Ja. Apropos, wollte ich was fragen, ob du mal ein Auto bauen kannst mit diesem Timer, so als Tank, dass er sich erst aufladen muss und dann irgendwie da ablädt. Ach so. Ob man das machen könnte. Das müsste gehen, ja. Interessante Idee. Wäre bestimmt cool. Ich hab heute nämlich mal diese dein Ding. Ui, der Jeep. Tutorial für Timer angeguckt. Aha. War nicht sehr spannend. Hey, der sieht aus wie unser Jeep, nur ein bisschen größer. Lass mein Ach Bus. Nee, warte. Lass mein Bus. Nein, erst möchte ich was machen. Hoverbus. Cool. Ich mach daraus jetzt einen Hoverbus. Mit Pieper. Sag ein, ich bring dich wieder dort. Ey! Ich fahr mit dem anderen Jeep. Okay. Kommt man hier raus? Niemals. Ah. Dann mach ich den jetzt Schrott. Boah, das leckt aber übel. Ich hab Sill überfahren. Aber. Kennst du noch deine Feuerwehrwache? Ja, natürlich. Guck mal, was ich hier habe, warte. Tatsache. Oh, das ist ja mal ein cooler Wagen, den du da fährst. Ja, du aber auch. Was ist denn das? Den Wagen, den ich gerade fahre, habe ich noch gestern gebaut. Ah, okay. Guck mal, Xarok, was ich hier habe. Mir... Oh, der Bus da, der bringt ein bisschen das Spätzchenlecken. Ich sehe es noch nicht mal. Das ist oh, bloß nicht absetzen! Nicht absetzen! Sonst ist es vorbei. Der Bus macht ja schon einiges kaputt, aber wie geht dann die Feuerwehrstation? Darum, du schmeißt das jetzt an den Boden. Nee, das machen wir nicht. Oh, wieso? Das ist viel zu heftig. Feuerwehrwache. Ja, ich weiß, und das ist echt übel, das Ding. Okay. Besser nicht. Dann platziere ich ein Feuerwehrauto. Ich hab noch was ganz Tolles. Warte, ich glaube, der muss weg. Ich glaube, der bringt mich nur zum Lenken. Ich muss aber suchen. Warte. Ich hab was richtig Gutes. Oh, das Feuerwehrauto ist aber auch heftig. Oh, das muss ich mal updaten, das Feuerwehrauto. Weißt du, was du unbedingt mal
bauen muss? Nein, was denn? Eine Polizeiwache. Komm, jetzt sag ich, stimmt, sagen, ja. Dass ich mich im Bus hochgefahren habe. Och nö. Und können wir gleich mal auf Mini City? Nein. Oh. Oh. So. Ich hab ein was ganz Tolles für euch. Passt mal auf. Knopf platzieren! Ulkig. Hab ich von dir gelernt. Ja, ich weiß. Oh, ich werde eingebaut. Ach, Mano. Weil du das nämlich auch immer machst. Das war ich gar nicht, also. Darum schnell, platziere das, was du hast. Ja, irgendwie kann ich mich nicht mehr bewegen. Mir bewegt er sich automatisch um, dass ich was mache. Wo ist der Bus schon wieder gesprungen? Dann legt das hier so. Oh oh. Also ich kann nichts mehr machen. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Wurde Two-Tacking aktiviert? Oh, jetzt konnte ich mich kurz bewegen. Kann sich bei mir schon die ganze Zeit bewegen. Hat jemand irgendwas gespawnt, was das Spiel nicht so gerne mag? Ja, ich habe was Großes gesetzt. Oder zumindest versucht. Oh. Mein Spiel ist gecrashed. Echt? Oh. Ja. Darauf, was war das denn? Schlachtschiff. Jetzt komme ich nicht noch drauf auf den Server. Aber irgendwie setzt der gar die nicht. Black Pearl? Nein, nicht die Black Pearl. Mein Schlachtschiff mit Düsenjet und Kampfhubschraubern. Oh, die tanzende Banane. Das ist aber komisch, dass ihr rausgeflogen seid, weil wir hier ist gar nichts irgendwie. Ich join mich wieder nach. Dancing Banana. Guck mal, ich join wieder nach. Die tanzende Banane ist cool. Als ich sie das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, Alter, ist das cool. Bau doch mal eine tanzende Gurke. Oder gar tanzende Tomate. Ja. Ja. Oder ein tanzenden Apfel. Oder, warte. Oder gleich alles. Oder vielleicht ein tanzenden Tarok. Oder, warte. Ich warte. Oder bau doch gleich. Bau doch gleich. Wo ist es denn jetzt? Da drüben. Hier, bau doch gleich ein tanzendes Einhorn. Hm, das hab ich schon. Guck mal, Xarox. Ich gucke. Ich fahr Einhorn. Reite das Einhorn. Alles andere macht ja auch keinen Sinn. Ich kann nicht mehr auf dem Server drauf, ich werd direkt gecrashed. Lol, hier ist aber gar nichts Schlimmes. Es lägt irgendwie bei mir. Bei mir nicht. Vielleicht die Garagen. Der Tarak, du hast das beste Internet. Ich hab das beste Internet? Nee. Wirklich nicht. Ja. Nein. Die 16K, die ich da hab. Ja! Ich hab's gespawnt. Ich hab mein Internetkabel, wie viel war das? Ah! Ich hab mich gerade richtig erschrocken, als er sich umgedreht hat und auf einmal ein Piratenschiff ist. Dingschiff ist. Mach das lag jetzt schon. Platziert, bitte mach nicht den Lift weg. Ich mach nicht den Lift weg. So? Sill ist wieder gejoint, sehe ich gerade. Dann bin ich. Hm. Das Ding der ist Lift so. Der Lift ist jetzt weg. Dann wird mich noch mal auf, ne? Ja, der Lift ist weg. Ja, aber warum? Ich hab ihn nicht weggemacht. Ich hab ihn auch schon so weggemacht. Ja, toll. Da bist du jetzt selber schuld. Macht man den weg? Nein, den macht man nicht weg. Macht man den weg? Nee, am besten gar nicht wegmachen. Nein, ich meine dein Schiff. Wie man den jetzt kriegst du den nicht mehr weg. Doch. Nee. So warm ich Luca heiße. Ja, dann viel Spaß. Ich glaube, die Garage ist nicht zu viel. Es lägt einfach zu Tode. Ja, ich habe das Ding nie wieder angeschweißt gekriegt. Schon seit Jahren, sozusagen.
du das dann jetzt? Ja, wann ist der entstanden? Ziemlich am Anfang noch. So irgendwo bei der 10. Folge oder so. Mann! Dann mach du eine neue Map. Wir sind aber eh mit der Aufnahme fertig. Tja, auch noch was weg. Ich kann's auch nicht wegmachen. Ich hab nicht den Lift weggemacht, dann hat er weggemacht. Das war klar. Ich fühle mich gar nicht angesprochen. Das ist nicht so eine kluge Idee gewesen. Ja. Wahrscheinlich mehr. Das war überhaupt keine gute Idee. Also man hat jetzt ungefähr ein Bild pro Minute. Ich hab null. Das bei mir pro Sekunde. Nein, pro Minute. Pro Stunde? Ja, Stunde würde ich auch nicht sagen. Oh ja. Du platzierst du auch das. Du weißt, dass ich gerne mal Lifts wegmache. Tja. Aber das war jetzt ein bisschen fatal. Ja. Hashtag fail. Ich hoffe, dass du deine Map gesichert hast mit deinem Haus, weil sonst ist die nämlich jetzt weg. Kann man die sichern? Ja, man kann Maps sichern. Tja. An alle, die gerade dieses Video haben, bitte schreibt mal in die Kommentare Hashtag L. Ja, da würde ich sagen, Ende im Gelände für heute. Nein, es geht nicht, glaub mir. Nein, ich meine, in der Gruppe. Ach so. Weiter geht's. Lieber Sipst, vielen Dank, dass du dabei warst. Und Silhachu auch. Dankeschön. Und ich? Ja, du auch. Oh, jetzt bin ich rausgeflogen. Und, bin schon lange raus. Ach so. Und Luca, dir auch vielen Dank. Schöne Fahrzeuge. Danke. Genau, Folge kommt dann morgen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und den anderen Zuschauern einen schönen Abend. Warte. Tschüss. Tschüss.